So, schönen guten Morgen an diesem letzten Sonntag der Sommerzeit diesen Jahres. Unsere Heldin Lara, die besteht jetzt hier ihr letztes Abenteuer in diesem Game. Das ist das sogenannte DLC, nämlich die Mission Baba Yaga oder wie auch immer, Opa retten, was weiß ich. Das Gehampel und Geturne hier kennen wir schon. Das ist das Grab mit der Stimme Gottes, von dessen Eingang aus es dann in Richtung Abenteuer-Hexenhöhle geht. Eines mal vorweg an dieser Stelle. Man kann dieses Abenteuer, diesen Teil, prinzipiell dann beginnen, wenn man die Seilpfeiler hat. Also vorher auch schon in der Sowjetanlage Nadja befreien. Aber ohne Seilpfeile geht es hier nicht. Empfehlenswert ist es allerdings, dieses Abenteuer erst dann zu spielen, wenn man auch die Hakenaxt hat, weil nur mit der kommt man an einige Dokumente. Wenn man die Hakenaxt noch nicht hat, wie gesagt, dann muss man wieder hierher. Und ich persönlich empfinde sowas so ein bisschen als mühselig. So, Lara hampelt hier jetzt ein bisschen rum. Diesen Sprung mit Drehen kann man natürlich machen. Aus meiner Sicht ein bisschen gewagt, aber gut. So. Wir wissen, links würde es in das Bonus-Skript gehen, aber wir gehen jetzt nach rechts. Den Hinweis hat Lara auch von Nadja schon gekriegt, als sie das Bonus-Skript besucht hat. Nicht ganz einfach hier, vor allem dieser Sprung jetzt, und auch hier erweist sich die Hakenaxt mitunter als nützlich. Also das ist aus meiner Sicht der weiteste Sprung hier in Rise of the Tomb Raider, den Lara gerade eben noch so meistern kann. Also ich falle selbst mit Hakenaxt hier ab und zu immer noch mal runter, aber gut. Zu dem, was hier gerade stattfindet, müssen wir eigentlich auch nicht viel sagen. Dieses Runterspringen und Rüberspringen zum nächsten Ziel, das beherrscht Lara ja aus dem FF. Und wir somit auch. Ernst wird es eigentlich ab gleich. Da sage ich dann Bescheid. Zu der Form halber. Meine Enkeltochter. Mittlerweile weißt du es. Ich werde in das Tal gehen, um die Hexe zu vernichten. Baba Yaga, ich werde Rache für deine Großmutter nehmen. Aber hier draußen ist etwas. Wir folgen dir. Ihr Land. Ja, ich nehme an diesen Lagern immer noch mal Platz, lieber einmal mehr als einmal weniger, damit die auch wirklich gespeichert sind. Den ersten Kontakt mit dem älteren Einheimischen hatten wir um 0700. Zuerst glaubten wir, dass er an einem Angriff auf die Anlage beteiligt war, doch er entfernte sich durch eine nicht kartierte Schlucht. So, wir warten gespannt, was jetzt passiert, auch wenn wir es schon wissen. Eben. Der Rückweg ist nämlich plötzlich verschlossen. Lara ist gezwungen, durch diese betäubenden Pollen zu marschieren, die auch Halluzinationen verursachen. Ein solches Szenario könnte man sich wirklich als Albtraum vorstellen, einen, den man nicht haben möchte.
weit geht dieser Weg? Lass es mich echt nicht eher. Ich lass das mal so vorbeiziehen. Ist man natürlich als Gamer nicht. Trotzdem erinnere ich mich, dass ich mal dieses Gefühl, was man hier haben könnte, bei dem Film hatte, mir fällt jetzt der Name nicht mehr ein, wo es sich um ein Haus handelt, in welchem unerklärliche Dinge vor sich gehen und von vier passenden Forschern eben erforscht werden sollte. Hunting Hill House, genau. Da sieht man ja auch nie wirklich so richtig, was los ist, aber man sieht die Auswirkungen, Halluzination und. Für mich was Unheimliches, weil es nicht greifbar, so ähnlich wie hier. Produziert ist auch schon bei. Das ist vorbei. Die Blockhütte mit den Storchenbeinen. So, wenigstens hat Lara hier jetzt wieder eine Knarre. Und glücklicherweise auch den Donnerschlag schon. Das heißt, diese Tierchen können ja eigentlich nicht weiter gefährlich werden, die da jetzt so auf sie zustürmen. Aber man sollte schon schnell sein. Na gut, keine Storchenbeine, irgendwelche Greifvogelkrallen. Entschuldigung, Sonntagmorgen. Wieder alle beieinander. Jetzt sammeln wir hier unten erstmal, was so sammelbar ist. Weißt du, was das für ein Ort ist? Auch wenn das Gewässer so lehmig-kalkig trüb aussieht, Lara stürzt sich da halt rein. Ich wusste, es war ein Fehler, ihm ein Getränk ins Gesicht zu schütten. Meine Großmutter war Wissenschaftlerin. Sie sollte dort bei den Forschern helfen, aber es war das letzte Mal, dass Großvater sie sah. Es gab nur einen Überlebenden. Ein Offizier kam nach ein paar Wochen angestolpert. Er sagte, die Hexe hätte sie Dinge tun lassen. Schauen wir mal weiter. Ja, ich lasse Lara immer gerne diese Kopfsprünge machen. Sieht schön elegant aus, offen gestanden auch etwas eleganter als die sogenannten Schwalbensprünge bei Shadow of the Tomb Raider. So, hier wird zum Beispiel klar, wozu man die Hakenaxt braucht. Ohne kommt man an dieses Dokument nicht ran. Es gibt noch zwei oder drei solcher Gelegenheiten. Ich dachte, es wäre ganz einfach. Die meisten dieser stinkenden Schläger nehmen sich von den Gefangenen, was sie wollen. Ich habe Ivan gewählt,
weil ich ihn für manipulierbar hielt. Aber es ist schlimmer. Er ist ein guter Mann. So, wieder zurückklettern. Springen und hüpfen, so wie wir das eben von Lara kennen. Wie gut, dass ich hier die meisten Dokumente schon kenne, wenn ich im passenden Gebiet bin. Und man würde hier wahrscheinlich sowieso das Tür mit dem Seilpfeil aufreißen wollen, wenn man sie sieht. Sie nahmen sie mir auf dem Operationstisch weg. Ich wollte kämpfen, aber sie sind viele und ich bin erschöpft. Dann schafften sie mich fort, rissen unsere drei Herzen auseinander. Jemand war hier, vor kurzem, und auf den Ruinen aufgebaut. Was siehst du? Eine Art provisorische Destille. Nicht genau wie die Blumen. Sie verfeinert den Pollen, macht ihn zur Waffe. Es gibt hier keine Magie, Nadja, nur eine sehr schlaue Person. Aber warte, wenn sie nur ein Mensch ist, würde der Pollen nicht auch bei ihr wirken? So, diese Technik müssen wir uns merken. Hier ist auch. Weil etwas Artverwandtes brauchen wir, also entfernt Artverwandtes, brauchen wir später mal. Verschleppt haben. Weg von Ivan und meiner Tochter. Sie haben mich beauftragt, einen Weg zu finden, die seltsame Wirkung des Pollens zu bekämpfen, der in der Luft hängt. Ich habe etwas gefunden. Einer der Gefangenen hat eine Formel aufgeschrieben, die dem Effekt des Pollens entgegenwirken könnte. Das muss von meiner Großmutter sein. Die Hexe hat sie umgebracht und jetzt wird sie helfen, Großvater zu retten. Genau wie in seinen Geschichten. Oh, Nadja. Hab Vertrauen, Lara. Geh zurück zur Geldanlage, wo wir uns getroffen haben. Ich will wissen, was du brauchst. Oh, genau. Schade, dass man das Ding nicht von der anderen Seite öffnen konnte, aber das wäre ja auch zu einfach gewesen. Mir fehlen die Worte, um zu beschreiben, was ich gerade gesehen habe. So. Und wir wissen, wir müssen zurück in die Sowjetanlage. Und da so ein paar Kleinigkeiten sammeln. Okay, okay. Zuerst die Samenkapsel. Die Blumen wachsen in den Höhlen in der Umgebung. Es sind nie genug, um dich krank zu machen. Da solltest du ohne Gefahr welche davon sammeln können. Die Lebern sollten einfach sein. Die Hirsche dort fressen diese Blumen. Du musst sie also nur aufspüren. Wegen des Insektizids habe ich eine Idee, wo wir etwas davon finden können. Großvater hat mir beigebracht, Russisch zu lesen. Ich gehe gerade alte Ausrüstungsverzeichnisse durch, um zu sehen, wo sie es aufbewahrt haben. Ich sag Bescheid, wenn ich es gefunden habe. Okay, dann werde ich jetzt die anderen Vorräte sammeln. Diese Pflanzen hier im Übrigen, die tauchen dann auf, wenn man erstens dieses DLC auch hat. Mit dem Season Pass kommt das automatisch. Und wenn man Nadja unten in dem Sägewerk befreit hat. Ab dem Zeitpunkt sind diese Pflanzen auch zu sehen. Ernten kann Lara die aber noch nicht. Erst ab jetzt. Ist natürlich ein bisschen rumgelaufen jetzt hier in dem Gebiet. Gibt genügend Punkte, wo die Teile sind. Aber hier lauern dann auch wirklich genügend Trinity-Lümmel rum. Und bei all meiner Spielfreude habe ich nicht immer Lust dazu, mal um mich zu ballern. Und hier hat Lara ja nun eine Aufgabe. Und das möchte ich schon ganz gern gelöst wissen.
kennt die Höhlen natürlich. Trotzdem muss ich immer wieder mal hin und her laufen. Immer danach in die Höhlen zu kommen, wo Lara am reichhaltigsten diese Blüten ernten kann. 5 Stück braucht sie davon und in einigen Höhlen sind dann auch schon gleich 3. Ja, und auch gleich noch ein bisschen Erz mitnehmen, genau. Dass ich diese Höhle zum Beispiel genommen habe, weil es hier kaum Belästigung von Trinity-Soldaten gibt. Das ist irreführend natürlich leider, dass diese Zeichen mit den Hörnern immer angezeigt werden, auch wenn die Pflanzen längst abgeerntet sind. Aber gut, man will es einem ja nicht so einfach machen. So, Lara geht nämlich in Deckung. Das bedeutet, da kommen gleich so ein paar Trinity-Typen angelaufen oder sind zumindest in der Nähe. Sie waren verängstigt und abgeschnitten da unten. Da wäre jeder nervös. Das ist immer noch das beste Mittel. Diese Pollenpfeile. Die Granatpfeile können zwar auch mehrere Feinde auf einmal erledigen, sind aber ein bisschen sehr laut. Hier habe ich vorsichtshalber geguckt, ob da einer ist, der Lara angreifen will. Ist niemand, also rein in diese Höhle. So, das war die letzte Pflanze. Jetzt muss Lara so ein paar Lebern von irgendwelchem Rotwild kriegen. Und hier ist mir auch mal was passiert. Ansonsten sind diese Bambis immer so hin und her gelaufen, wenn ich mit Lara da war. Aber ich habe in einem Game erlebt, dass wirklich nicht ein einziger Hirsch, nicht eine einzige Hirschkuh und nichts aufzufinden war. Das hat tatsächlich einen Moment gedauert und dann hatte ich das Game ab dem letzten Speicherpunkt nochmal gestartet und das hat es dann Gott sei Dank behoben. Bei dieser Aktion muss Lara immer damit rechnen und wir als Gamer natürlich auch, dass in dem Sägewerk dort Soldaten Wache schieben und sich aufhalten. Dieser Hirsche. Muss noch mindestens einer muss her. Ich glaube, das waren 2, genau.
auf Großmutters Notiz. So, ich glaube, ich habe sie gefunden. Wir haben sie in den unteren Stockwerken des Kupferwerks aufbewahrt und damit im Sommer die Termite bekämpft. Jetzt gibt's noch eine Chemikalie, die nötig ist. Nadja erklärt gerade, wo die liegt. Das werden wir wohl rausfinden. Ich gehe jetzt dorthin. Ja, nochmal kurz Platz nehmen und dann weiter. Kennen die Stelle schon. Die Kiste stand da auch schon früher, aber jetzt wissen wir warum. Ich habe gerade eine Übertragung empfangen. Sie sind auf dem Weg. Wo sind Sie jetzt? Sie. Oh nein. Sie kommen direkt auf dich zu. Du könntest an ihnen vorbeischauen, aber es ist vermutlich zu spät. Tut mir leid, Lara. Verdammt. Bei, je nachdem ich gerade Lust und Laune habe, benutze ich halt beim letzten Mal lagern eben, wechsle ich das Gewehr auf Goldfang. Das ist sehr genau und präzise und tödlich bei gezielten Weitschüssen. Aber das geht hier auch. Umgucken tue ich mich mit Lara hier deshalb, weil es durchaus passieren kann, dass in dem Game die Trinity-Soldaten, die eigentlich da unten bei diesem Pritschen-LKW warten, auch mal umherlaufen und überraschend von einer ganz anderen Seite kommen. Kann, muss aber nicht. Hier braucht Lara nicht mehr lautlos sein. Wenn die Typen sie sowieso schon bemerkt haben, dann ist dieser Granatpfeil natürlich sehr wirksam. Lara richtet sich auf, das bedeutet, alle Gegner eliminiert, abrollen und gleich nochmal abrollen. So, ich verabschiede mich schon bis zum zweiten Teil. Lara reist jetzt zurück in das Tal, in das gottlose Tal und ruht sich da dann aus.